Hallo, willkommen beim Golf Newcomer. Ich möchte die folgenden Fragen kurz und knapp beantworten und dir eine Strategie, ein System geben für dein kurzes Spiel. Die Fragen sind: Was ist ein Chip? Was ist ein Pitch? Was ist der Unterschied? Normalerweise hört man, dass ein Chip ist ein Schläger ohne Handgelenk mit einem Eisen 9 oder 8. So eine Bewegung, der Ball fliegt flach und rollt weit. Das ist für viele die Definition eines Chips. Und dann ein Pitch wird mit einem Schläger mit viel Loft verwendet, also mit einem Wedge, Sandwich oft. Und da wird das Handgelenk eingesetzt beim Ausholen. Und dann fliegt der Ball hoch und bleibt sehr schnell liegen. So, das ist die Theorie, aber ich finde, diese Theorie macht das Spiel für Anfänger kompliziert. Erstmal die Frage, wann sollte man was tun? Und dann bei der Technik des Pitches, wie geht es mit dem Knicken? Wie vermeide ich das Löffeln? Wie vermeide ich das Hacken in den Boden? Etc. So, mein Vorschlag für dich. Wenn du nicht lange Golf gespielt hast, wenn dein Handicap hoch ist, um die 54 zum Beispiel, solltest du alles unter 40 Meter, also alle Bälle, die dicht aus 40 Meter an der Fahne sind, mit einer chip-ähnlichen Schwungbewegung machen. Entscheidend ist der Schläger, den du benutzt. Also wenn du möchtest, dass der Ball hoch fliegt, nimm bitte einen Schläger mit viel Loft. Du darfst entscheiden. Gap Wedge oder Sand Wedge, 56 Grad ist gut dafür. Wenn du aber den Ball flach spielen möchtest, dann bitte nimm ein Eisen 9 oder Eisen 8 oder Pitching Wedge, je nachdem wie deine Bälle tendieren. Und die Bewegung sollte immer die gleiche sein. Also ich werde jetzt zwei Bälle von hier spielen. Ich bin 20 Meter von der Fahne entfernt und dann werde ich den Ball spielen, der liegt schon dicht an der Kante vom Grün. So, die Bewegung ist immer gleich. Stand ist immer gleich. Ballposition auch. So, guck bitte, dass du den Ball einfach in der Mitte deiner Füße hast. Das Gewicht auf beiden Füßen gleich. Du darfst ein bisschen links belasten, aber ich finde, mittig ist gut. Füße ziemlich eng zusammen. Der Schaft ist nur leicht zum Ziel geneigt, nicht zu viel. Aber wenn du das tust, ist das die Gefahr. Ballposition rechts, ist das die Gefahr. Nase, Brust, Mitte, alles genau gegenüber des Balles. Und bitte ziemlich dicht am Ball stehen. Also meine Augen sind fast über dem Ball. Es ist fast wie beim Putten. So, ich werde jetzt zwei Schläge machen. Und du wirst sehen, der einzige Unterschied wird sein, bei diesem, dass ich weit aushole. Du guckst, wie ich immer den Boden streichle. Und ich streichle eher den Boden mit der Sohle des Schläges, mit der Unterkante. Und nicht mit der vorderen Kante. Und dann werde ich kurz vor dem Grün diesen Schlag tun. Ich greife dann den Schläger auch niedriger, damit die Schaftlänge immer gleich ist. Okay, so mach das bitte so einfach wie möglich. So, dieser Ball muss ein bisschen fliegen, aber das Gras ist der Beiß, der hält den Ball. So, der Ball muss bis zum Grün fliegen und ich werde ja die Handgelenke ruhig lassen. Ich werde ihr die Schulter einsetzen und ich werde sehr genau auf den Ball meine Augen richten. Okay, so. Bisschen schief, aber länger war gut. Dann hast du gesehen, wie hoch der Ball flog. Habe ich den Ball hochgeholfen? Nein, ich habe den Ball eher ein bisschen in der Abwärtsbewegung getroffen. Aber der Loft des Schläges hat dafür gesorgt, dass der Ball schön
hochgeflogen ist. Ich habe das nicht getan. Ich mache mal nur einen, vielleicht ein bisschen dichter. Die Probeschwünge sind sehr wichtig. Du möchtest den Boden finden, den Boden spüren. Und wenn du sagst, ah, das war ein gutes Gefühl, dann gehst du zum Ball und du machst genau die gleiche Bewegung mit dem gleichen Gefühl. Okay, so, aber Handgelenke waren wirklich ganz ruhig. Meine Hände waren aber ganz schön weich. Und jetzt chippe ich den Ball, aber du kannst mitkommen. Wie gesagt, nur die Schulter hin und her schaukeln, Augen über den Ball. Mein Landepunkt ist hier vorne. Ich brauche nur eine ganz kleine Bewegung hier zu verwenden. Geh rein. Ja, das ist ein guter Abschluss. Du wirst sehen, wenn du ein bisschen Vertrauen bekommst in dein kurzes Spiel und den Schläger schön locker hältst, wirst du, wenn du weiter ausholst, automatisch anfangen zu winkeln. Und beim Durchschwingen wird es wahrscheinlich auch ein bisschen passieren. Und dann langsam, nachdem du so gestartet hast, wird dein Schwung oder dein Pitch so aussehen. Bei den Chips wirst du weiter so machen, aber du wirst sehen, je besser du wirst, je besser dein Handicap wird, desto mehr wirst du anfangen zu winkeln. Aber ich kann dir sagen, es gibt Pros. Steve Stricker ist ein Beispiel. Der macht sein ganzes kurzes Spiel ohne Handgelenk. So, hoffe, dass das alles für dich ein bisschen einfacher gemacht hat. Das ist umsetzbar, was ich heute gesagt habe. Es wird sofort dir wenige Schläge auf dem Platz bedeuten. Danke für das Zugucken und falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere diesen Kanal. Golf Newcomer ist nur für Golfer mit Handicap über 45, die wirklich runter wollen, die ihr Handicap verbessern wollen, so schnell wie möglich und dabei Spaß haben. Tschüss.